Teil unserer Auftaktveranstaltung. Und ich hatte ja schon angekündigt, na, ich warte noch ein bisschen. Interessant, dass dieser Laut, dass der wirklich funktioniert. Ne? So, vielen Dank für die Ruhe, das ist wunderbar. Ja, wir haben uns eben sehr ausführlich mit der Geschichte, mit unserer Historie befasst. Und jetzt wollen wir gucken, wie geht's weiter? Und dazu haben wir einen Profi aus Deutschland, Herrn Professor Buro, der jetzt auch die nächsten Tage, ja bitte mal Applaus für Herrn Professor Buro, der extra eingeflogen ist aus Deutschland und der jetzt auch einige Tage uns zur Seite stehen wird, also heute diese Auftaktveranstaltung und dann auch mit uns als Kolleginnen und Kollegen arbeiten wird bei den Tagen der Leitbildentwicklung. Und ich möchte jetzt gar nicht mehr sagen, sondern ich würde gerne das Mikrofon unserem PQM-Beauftragten, Herrn Christian Henschel, überreichen, der diese Veranstaltung auch wesentlich mit vorbereitet hat mit einem Team. Herr Henschel, und Sie, ja. Und Sie führen uns jetzt darin ein, wie es heute Nachmittag konkret weitergeht. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Schülerinnen und Schüler, ich glaube, das muss ich nicht tun, weil das ausreichend kommuniziert wurde. Ich denke, dass jeder Bescheid weiß. Nichtsdestotrotz möchte ich an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, an dem ich, dazu dem ich meinen Notizblock und meinen Stift nehmen kann, um den Ausführungen von Professor Buro zu folgen. In erster Linie ist es für die Schülerinnen und Schüler unter euch die Aufgabe, am Ende die Hauptinformation, die Kerninformation, die ihr hier für euch erschlossen habt, in den Köpfen, in die Gruppenräume zu tragen. Dazu findet ihr an den beiden Säulen des Ausgangs die Nummer des Raumes, in dem ihr dann arbeiten werdet. Und diese Grundidee auf einen weißen Streifen übertragt, der in den Klassenräumen bereit liegt. Da braucht ihr keinen Stift mehr, weil für jeden von euch ein Wachsmalstift bereit liegen wird. Und ja, der Rest des Nachmittages, den wird euch der Klassenlehrer und die Begleitung noch einmal erklären, weil das steht auch in den Mappen, die ich den Klassenlehrern zur Verfügung gestellt habe. Und ich bitte die Klassenlehrer mal, diese Mappe zu nehmen, die dort am Klemmbrett angebracht war. Da findet ihr oben rechts einen kleinen blauen Aufkleber. Und auf diesem Aufkleber steht die Klasse. Da müsste also stehen 6b, 8n und so weiter. Und ich habe eine Frage. Auf welchem Aufkleber steht 5a? Ich kann jetzt nichts sehen. Aber irgendjemand hat die Mappe der 5a und die wird dort vermisst. Also, dann geht die jetzt darüber, weil genau da ist nämlich auch die Klassenliste der 5a drin. Insofern funktioniert das alles wunderbar. Ich habe die Klemmmappen nur für die Klassenlehrer vorbereitet. Wir haben also nicht 300-400 Klemmmappen hier an der Schule. Deshalb bitte ich alle anderen, sich irgendwie selbst zu behelfen und freue mich auf das, was jetzt kommt. Und abschließend möchte ich Folgendes machen. Ich war eben begeistert, wie die Klangschale funktioniert hat und euch alle in die Aula getrieben hat. Ich möchte den Ton nochmals mehr zum Gehör bringen. Und am Ende der Zeremonie steht ja eigentlich ein tiefes Om. Und das würde ich gerne mal in der Aula hören wollen. Deshalb atmet ihr alle ganz tief ein. Also erstmal aus und jetzt ein.
Danke. Ja, ich begrüße Sie euch erstmal recht herzlich, bedanke mich für die freundliche Einladung. Olaf Axel Buro, ich komme ursprünglich aus Berlin, war da mal Lehrer an Grund- und Gesamtschule im sozialen Brennpunkt in Berlin-Neukölln, habe mich damals mit der Frage beschäftigt, wie kann man Lehren lernen verändern. Ich habe ein Schlüsselerlebnis war, dass ich 1986, was war 1986? Ein ganz großer Einbruch. Tschernobyl, ein Atomkraftwerk explodierte. Und dort habe ich Robert Jung kennengelernt. Robert Jung ist einer der Begründer der Zukunftsforschung. Und der hat eine Methode entwickelt, mit der man Zukunftsideen entwickeln kann, die Zukunftswerkstatt. Und wir haben dann in den letzten Jahrzehnten mit dieser Methode Schulen, Unternehmen, Organisationen versucht, auf den Weg in die Zukunft zu bringen. Und ich werde jetzt in diesem Vortrag bezogen auf Schulentwicklung mal kurz darstellen, was meines Erachtens die zentralen Herausforderungen sind. Sie haben ja heute Vormittag gesehen, dass es nur eine Konstante in der Schulentwicklung gibt. Sie ändert sich immer. Also wenn Sie die Geschichte der Schule betrachten, dann war das ein Auf und Ab. Mal war die Schule super da, dann wurde sie wieder geschlossen, dann wurde sie neu gegründet. Und insofern muss Ihnen klar sein, wenn man Schule erfolgreich entwickeln will, muss man eine Vorstellung haben, wo man hin will. Wenn ich so einen Vortrag halte, sage ich immer, ich habe ganz bescheidene Ansprüche. Es würde mir reichen, wenn Ihnen ein Gedanke einleuchtet. Also, wenn Sie hinterher sagen, da war ein vernünftiger Gedanke, dann war das ein voller Erfolg. Und den sollten Sie nachher auf diesem Streifen in den Räumen aufschreiben und damit beginnen wir dann. Wenn man Leute fragt, wie sieht denn die Zukunft aus, dann sagen die uns, wir sind in der VUCA-Welt. Die Zukunft wird volatil, sie wird uncertain, sie wird unsicher, sie wird komplex und Zukunftsentscheidungen werden widersprüchlich. Wir haben in Deutschland im letzten Jahr gesehen, dass das keine Folie ist, sondern die Wirklichkeit. Im Ahrtal ist in 5 Stunden ein Tal abgesoffen, also Klimawandel vor der Haustür. Dann hatten wir die Corona-Pandemie, plötzlich ging nichts mehr und am 24. Februar dieses letzten Jahres ein Krieg in Europa. Das heißt, wir sind in sehr starken, massiven Krisen, aber Krisen sind immer auch Chancen und wir müssen uns klar machen, dass das keine völlig neue Sache ist. Hier hat einer der Vordenker aus dem Silicon Valley, Ray Kurzweil, schon vor Jahren gesagt, dass wir im 20. Jahrhundert einen Wandel erleben, der den zurückliegenden 20.000 Jahren Menschheitsgeschichte entspricht oder sogar ihr übertrifft. Und warum ist das so? 95% aller Wissenschaftler, die je gelebt haben, leben heute. Und die erfinden sehr viele nette Dinge, aber auch problematische. Und das führt inzwischen dazu, dass wir 2,5-mal so viel Biomasse umsetzen wie die Natur mit problematischen Folgen. Und das Ganze wird immer schneller. Wir sind im Zeitalter der großen Beschleunigung. Und das heißt, Schule kann nicht so bleiben, wie sie ist, sondern sie muss, wenn sich alles so schnell wandelt, natürlich auch selbst sich wandeln. Und das muss man nicht im Detail sehen. Aber wenn man sich die Kurven ansieht, die hier sind, dann sind das alles Exponentialfunktionen. Das heißt, es geht alles, verdoppelt sich ständig. Die Weltbevölkerung, der Düngemittelverbrauch, die Papierproduktion, der Tourismus, der Verkehr, alles explodiert. Und auf der anderen Seite sehen wir Kohlenstoffdioxid, die Oberflächentemperatur. Ich komme aus Nordhessen.
Nordhessen heißt eigentlich Hessisch-Sibirien bei uns in Deutschland. In diesem Sommer musste ich meinen Rasen nur zweimal mähen, weil er nämlich nach dem zweiten Mal vertrocknet war, aufgrund der extremen Hitzewelle. Und das heißt, wir sind in einer Situation, wo die Umwelt nicht mehr sicher ist, sondern wo sie sich rasend schnell verändert. Und hier hat die OECD, das ist diese Organisation, die auch die PISA-Studien macht, die haben mal überlegt, was passiert denn? Klimawandel, ökonomische Krisen, demografische Wandel. Bei uns in Deutschland gehen wir in eine überalterte Gesellschaft. Wir brauchen 400.000 Zuwanderinnen pro Jahr, um unsere Sozialsysteme aufrechterhalten zu können. In Ägypten ist das anders. Sie sind eine extrem junge Gesellschaft. Also hier gibt es sozusagen genug Jugendliche. Es wird sowas kommen wie künstliche Intelligenz, werde ich Ihnen gleich erläutern. Also wir haben auf ganz vielen Ebenen rasante Veränderungen, die wir im Alltag gar nicht so bemerken, die aber im Hintergrund ablaufen. Und das bedeutet, dass Schule sich auf diese Veränderungen einstellen muss. Viele haben jetzt nach Corona gedacht, möglichst schnell wieder zurück zur Normalität. Das ist die falsche Frage, denn die alte Normalität hat uns ja die Schwierigkeiten gebracht. Wir gehen in eine neue Normalität. Das ist unser Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen. Und der zeigt uns hier, hier sind wir im Moment mit den Emissionen, mit dem Ausstieg von Treibhausgasen. Und hier müssen wir in 20 Jahren sein, das heißt bei Null. Und das bedeutet nicht nur weniger Emissionen, das bedeutet ein völlig neues Lebens- und Wirtschaftsmodell. Und einer der Vordenker hier, Jeremy Rifkin, hat gerade eine Studie veröffentlicht, das Zeitalter der Resilienz. Resilienz meint, dass wir Systeme schaffen, die mit Krisen gut umgehen können, so dass wir sozusagen nicht überrascht sind, wenn diese Dinge bestehen, sondern wir darauf vorbereitet sind. Und eine der führenden amerikanischen Zukunftsforscherinnen, die Jane McGonigal, die hat gerade ein Buch veröffentlicht, in dem sie nochmal zeigt, dass der Schlüssel für die Bewältigung von Zukunftsfragen die Fähigkeit ist, sich Zukunftserzählungen vorzustellen. Sie nennt das episodisches Zukunftsdenken. Also man muss etwa 10 Jahre in die Zukunft gehen, damit man sich was Neues vorstellen kann. Was war am 9. Januar 2007? Wer erinnert sich? 9. Januar 2007? Da hat sich ihr Leben total verändert und vor allen Dingen das der Schüler. Was? Da stand in Cupertino ein ehemaliger verhaltensorigineller Schüler, der Schrecken seiner Lehrer, der 1976 sein Studium schmiss, seinen verrosteten VW-Bus für $1,600 verkaufte und mit diesem Geld die Firma Apple gründete. Der stand in Cupertino auf der Bühne und sagte, Leute, wir haben hier was Neues. Ich nenne es das iPhone. 10 Jahre später hatten 4 Milliarden Menschen ein Smartphone. 10 Jahre später. Das heißt, in 10 Jahren kann sich die Welt völlig verändern. Und die Gonickel sagt, wenn Sie sich nach der 10-Jahres-Regel Ihre Zukunft vorstellen, also überlegen, wie würde es in 10 Jahren sein, wenn es so wäre, wie ich es mir wünsche, dann entwickeln Sie sozusagen in Ihrem Gehirn eine Verankerung, dass Sie nach Zukunftszeichen suchen. Und es wächst die Wahrscheinlichkeit, dass sie tatsächlich in dieser Richtung sich entwickeln. Also detailreich imaginierte Zukunftsbilder, die bringen uns sozusagen auf einen neuen Weg. Es gibt aber ein kleines Problem. Wir alle haben Schwierigkeiten, uns Zukunft vorzustellen. Wir hängen, wie das der Robert Jung gesagt hat, im Zeitgeistgefängnis. Wir denken, es geht so weiter, es wird aber nicht so weitergehen. Und es ist insbesondere wichtig, dass Kinder und Jugendliche schon möglichst früh lernen, sich aus dem Bestehenden zu befreien und Fantasie, Kreativität zu entwickeln, um auf neue Ideen zu kommen. Und was bedeutet das für Schule?
Die OECD hat hier mal 4 Szenarien entwickelt, wie sich Schulen weiterentwickeln könnten. Das eine ist weiter wie bisher. Also ein bisschen mehr Inklusion, ein bisschen mehr Digitalisierung. Aber das Grundmodell der Schule, was wir seit 200 Jahren führen, Schüler werden nach Alterskohorten sortiert, die fließbandmäßig vorrücken, wobei der Ausschuss in Anführungszeichen aussortiert wird, sitzen bleiben. Eine pädagogisch sinnlose Maßnahme, die 1 Milliarde Euro kostet, die wir sofort für individuelle Förderung nutzen könnten. Wenn das so wäre, dann wird die Zahl der Privatschulen zunehmen. Sie sind ja auch in gewisser Weise eine Privatschule. Allerdings muss ich Sie ein bisschen enttäuschen. Sie sind vielleicht eine Spitzenschule, aber im Durchschnitt sind Privatschulen nicht besser als öffentliche Schulen, sondern da gibt es ähnliche. Das dritte Szenario, und das ist das Interessante, Schule öffnet sich für die Umwelt, für die Zukunft. Sie wird ein Learning Hub, wie die Leute das nennen, also ein Innovationszentrum, wo neue Lehr-Lernformate entwickelt wird, wo im Rahmen des erweiterten Ganztags mit außerschulischen Partnern kreative Projekte entwickelt worden, wo Schule wirklich ein Innovations- und Begegnungszentrum ist. Es ist sehr gut. Es kann aber auch sein, dass es ganz anders kommt, denn Sie können heute zeit- und ortsunabhängig überall lernen. Ich kann hier dieses Ding nehmen, kann rausgehen, kann mich am Massachusetts Institute of Technology einwählen, kann da einen Kurs belegen und hinterher sogar ein Zertifikat bekommen. Das heißt, wenn Schule sich nicht den Herausforderungen stellt, könnte es sein, dass sie überflüssig wird. Und jetzt wurde im Singapur-Rahmenkonzept mal gefragt, was sind denn die Zukunftskompetenzen? Was ist die wichtigste Kompetenz, die Kinder und Jugendliche heute entwickeln müssen? Und das ist völlig klar, das ist selbstorganisiertes Lernen. Warum? Wenn sich alles ändert, dann können Sie ja nicht darauf warten, dass Ihnen jemand sagt, was Sie zu tun haben. Die Leute im Ahrtal, die haben auf die Behörden vertraut. 150 Leute sind gestorben, weil sozusagen sie nicht in der Lage waren, proaktiv zu handeln und sich das Unvorstellbare vorzustellen. Proaktive Mitgestaltung wird immer wichtiger, denn Politik ist überfordert mit diesem schnellen Wandel und bürgerschaftliches Engagement wird immer wichtiger und die Schule muss der Ort sein, wo man solche Haltungen lernt. Es gibt aber ein kleines Problem. Wir haben festgestellt in der Corona-Pandemie, immer mehr Menschen haben Schwierigkeiten mit diesem schnellen Wandel. Wir haben eine dramatische Zunahme von Depressivität. Und in der Corona-Pandemie sind in Europa etwa 2 Millionen Kinder verschwunden. Das heißt, die waren weder im Beschäftigungssystem noch sonst wo. Die sind ausgestiegen. Und es gibt noch ein weiteres Problem. Die beschwerte Jugend. Bei uns in Deutschland waren 1983 die 15- bis 24-Jährigen machten 17% aus. Es sind heute nur noch 10%. Das heißt, wir haben immer weniger Kinder und Jugendliche und auf deren Schultern lasten immer mehr Aufgaben. Vielleicht können wir das durch Migration entschärfen. Also vielleicht gibt es ja einen ägyptisch-deutschen Austausch oder sowas. Wir brauchen garantiert ganz viele Zuwanderer, aber qualifizierte. Und jetzt gibt es ein kleines Problem. Wie gehen Schulen damit um? Sie versuchen, Wissen zu vermitteln. Das hatten wir ja schon im Vortrag des deutschen Botschafters heute Morgen. Wissen ist keine Kompetenz. Es gibt Leute, die wahnsinnig viel wissen, aber völlig inkompetent sind. Kompetenz ist die Verbindung aus Wissen, Haltung, also Werte, Handlung, die Fähigkeit, etwas tun zu können, anpacken zu können und Komplexitätsdenken. Und diese Mischung stellt neue Herausforderungen. Und jetzt habe ich zum Ende meiner Tätigkeit an der Uni Kassel mal führende Leute gefragt, was sind denn die zentralen Zukunftsfragen? Und dummerweise gibt es in der Zukunftsforschung nur eine Gewissheit, der Zeitgeist irrt immer. Also es kommt immer anders, als wir es denken. Wir unterschätzen die Überraschungswahrscheinlichkeit. Allerdings, ich bin ja Professor, ich sage Ihnen jetzt, was die 7 Zukunftstrends sind.
Also, ich werde zu jedem dieser 7 Punkte jetzt etwas sagen und ausführen. Das ist Kevin Kelly, das ist einer der Vordenker von Google. Und der hat in diesem Buch The Inevitable, das Unvermeidbare, die 12 technologischen Kräfte beschrieben, die unsere Zukunft bestimmen. Und ich gehe da nicht auf jedes ein, aber eins ist klar, alles bekommt einen Bildschirm. Alles wird interaktiv. Alles wird getrackt. Ich habe mir neulich überlegt, mir ein anderes Auto zuzulegen. Wenn ich jetzt Spiegel Online aufrufe, kriege ich die Werbung. IBM hat über jeden von Ihnen 5000 Daten und es werden jeden Tag mehr. Andererseits bietet natürlich die Digitalisierung auch wahnsinnige Möglichkeiten. Sie können aus dem Klassenraum heraus die Welt verändern. Sie können Dinge neu zusammenbauen und so weiter. Und Sie können, wenn alles getrackt wird, Sie können Lernverhalten von Schülern heute mit Lernplattformen passgenau verfolgen. Sie können den Aufgaben passgenau zuweisen. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Eins ist auf jeden Fall klar, Kindheit hat sich radikal gewandelt. Links sehen Sie, wie es 1966 aussah, rechts meine 18-jährige Tochter. Die Sophia, wenn ich die morgens ins Kasseler Herder Gymnasium fahre, muss ich einen Kopfhörer aufsetzen, weil sie kommuniziert fast nur noch über dieses Medium und hält von meiner antiquierten Weise nicht mehr so viel. Deswegen hat die Kultusministerkonferenz mal gesagt, was müssen denn Kinder, Jugendliche heute entwickeln? Eins ist klar. Wissen ist wichtig. Man muss viel wissen. Aber ebenso wichtig ist, dass man die richtigen Fragen stellt. Denn wir sind ja heute umstellt von Wissen. Sie können Siri, sag mir was, sozusagen die Frage stellen, die Fähigkeit, Fragen zu stellen und mit diesen Dingen umgehen zu können, wird immer wichtiger. Der zweite Punkt, kommunizieren. Ich bringe mal das Beispiel, hätten Englischlehrerinnen zur Zeit des Brexit mit englischen Partnerklassen über Skype über den Brexit diskutiert, dann hätten sie mit Native Speakern Englisch gemacht, sie hätten politische Bildung gemacht und sie hätten den Brexit verhindern können. Denn es ging nur um 2% der Stimmen und die Mehrzahl der englischen Jugendlichen wollten keinen Brexit. Das heißt, sie sind heute in der Situation, dass sie in der Schule nicht mehr außerhalb der Welt sind, sie sind mitten in der Welt. Dazu müssen sie natürlich die Fähigkeit entwickeln, wie man mit diesen Dingen umgehen kann. Es gibt in New York eine 90-jährige Holocaust-Überlebende, die ist berühmt geworden, weil sie TikTok-Videos produziert und Millionen Follower hat. Das heißt, eine 90-Jährige kann heute Reichweiten erreichen und die entscheidend ist, warum kann sie das? Weil ihr Enkel sie unterstützt und mit ihr diese Dinger produziert. Das heißt, wir müssen dieses Potenzial der digitalen Medien kreativ nutzen. Jetzt sagt die Kultusministerkonferenz, es geht um Medienkompetenz. Ich glaube, es geht um Demokratiekompetenz. Das ist der entscheidende Faktor. Das hat aber auch Auswirkungen auf die Lernmethoden. Das hier ist Salman Khan. Das ist ein ehemaliger Hedgefondsmanager, der hat sich geärgert, dass seine Nichte in Mathe immer 5 hatte. Und er dachte, die ist doch viel besser. Und er hat sich überlegt, wie kann ich ihr helfen? Und da die 500 Kilometer entfernt wohnte, hat er sich ein digitales Tablet 2006 gekauft und hat kleine Erklärvideos gemacht. Pythagoras, this is A, this is B, this is C. Stop, repeat. This is A, this is B, this is C. Dann kommt ein kleines Aufgabe und wenn man die richtig hat, dann kommt excellent, you're great. Wenn man sie falsch hat, no problem, repeat, this is A, this is B, this is C. Der sagt, das Problem der Traditionsschule ist, sie hat keinen Rückspulknopf. Wir wissen alle, die Schülerinnen arbeiten in unterschiedlichen Tempi. Und wenn Sie 30 Schüler haben und die den ganzen Vormittag mit einem instruktionsorientierten Unterricht bei der Stange halten wollen, dann werden Sie wahrscheinlich einen Burnout kriegen und werden die viele Schüler nicht mitkommen. Wir wissen, dass bis zu 20%
der Schüler aussteigen. Das heißt, und mit diesem System ist es möglich, sozusagen ganz passgenau Schüler zu verfolgen. Der hat inzwischen seinen Job geschmissen, hat die gemeinnützige Kahn-Akademie gegründet. Sie können sich nachher die App runterladen, die ist umsonst. Da haben Sie 4000 interaktive Erklärvideos, den gesamten Mathestoff inzwischen auch für andere Aufgaben. Und jetzt vor 2 Wochen war so ein Moment wie der 9. Januar 2007, nämlich da trat erstmalig ChatGPT auf. Das ist ein System, mit dem Sie jetzt nicht mehr wie bei Google Fragen stellen, sondern Sie können zum Beispiel sagen, was ich gemacht habe, unser Institut heißt Future Design. Hab reingeschrieben, kannst du mir mal bitte einen Artikel, einen populären Artikel schreiben, was ist Future Design? Innerhalb von 1 Minute hatte ich einen super formulierten, hochqualifizierten Artikel. Das heißt, wir sind in der Phase, wo nochmal eine völlig neue Steigerung dieser Möglichkeiten kommt. Und jetzt, wie reagieren Institutionen? In New York haben sie den Schulen verboten, damit zu arbeiten. Ich glaube, dass das nicht zukunftsfähig ist. Ich glaube, wir müssen neue Lehr-Lern-Formate entwickeln, damit man mit solchen Sachen kritisch und kreativ umgehen kann. Denn Journalisten nutzen das heute schon, wenn sie ihre Artikel schreiben. Die müssen nicht irgendeine Frage stellen, sondern die kriegen einen Rohtext, der schon ganz gut ist. Und dann ist die eigentliche Arbeit, das zu bewerten und zu bearbeiten. Und warum funktionieren diese ganzen Sachen so? Der unaussprechliche Kreativitätsforscher Mihai Csikszentmihalyi, ich habe ihn noch persönlich erlebt, der hat mal analysiert, wann haben Leute ihr Leistungsoptimum. Das ist immer dann, wenn sie eine Herausforderung haben, die leicht über ihren Fähigkeiten ist. Wenn sie zu hoch ist, steigen sie aus, haben sie keine Lust mehr. Und wenn sie zu niedrig ist, sind sie gelangweilt, dann werden Schüler verhaltensoriginell. Die Schwierigkeit ist, wie kriege ich 30 völlig unterschiedliche Schüler in diesen Flow-Kanal? Und das bekomme ich mit den traditionellen Lehrverfahren nur sehr begrenzt. Ja, wenn ich so einen Vortrag halte, frage ich manchmal, wenn Sie an Ihre Grundschulzeit denken, gab es da irgendwas, was Sie begeistert hat, wo Sie Leidenschaft hatten, wo Sie gerne dran waren? Wir hatten sowas. Muss nichts Bedeutendes sein. Irgendwas, wer hat sowas zur Grundschulzeit irgendwo, wo man Lust hatte, was dran zu machen? Hat jemand sowas? Was? Chemische Versuche. Und Sie sind dann auch Chemielehrer geworden. Aber Naturwissenschaft. Ach nee, Sie haben ja die ganzen Gedichte zitiert. Jetzt habe ich mal keinen Treffer. Normalerweise habe ich einen Treffer. Egal. Wer hat noch so ein Ding? Ja? Was? Zeichnen. Noch sowas? Ja? Mathe. Ja, super. Und? Musik. So, und jetzt hat Ken Robinson, Sir Ken Robinson, der ist für seine Verdienste geadelt worden, ein englischer Theaterpädagoge, der hat jahrelang untersucht, was Leute auszeichnet, die sozusagen ihr Potenzial optimal entfaltet haben. Und da ist die Frage, wer von Ihnen wurde in dieser Neigung von einer Lehrkraft über 2-3 Jahre gezielt, also erstmal erkannt und dann 2-3 Jahre gezielt gefördert. Mal Hände hoch. Ist hier so jemand, der gezielt. Sie wurden wo gefördert? In Chemie. Und? Was? Ja. Ja. Im Zeichnen. So. Und das Ergebnis, was wir hier haben, das habe ich seit Jahren. Also bei 200 Leuten heben 2-3 die Hände. Und das heißt, Schule, die Traditionsschule ist gar nicht darauf eingestellt, zu gucken, was ist das, wo die eigene Neigung ist. Und der Ken Robinson nennt das das Element. Das Element ist etwas, was einem einfach liegt, was man gerne macht. Da arbeitet man hart, aber man macht es deswegen, weil man es gern macht. Und wir müssten also viel mehr an Umgebungen denken, die sowas fördern.
Und jetzt würde man ja denken, Schule ist der Ort. Ja, das ist doch der Ort, wo man optimal gefördert und so weiter. Jetzt hat die Telekom-Stiftung im letzten Jahr repräsentativ Schüler befragt, woran denkt ihr bei Schule, bei Lernen? Woran denken Schüler zunächst überwiegend? Woher wissen Sie das? Sie hat 500 Punkte Treffer. Hausaufgaben. 94% denken an Hausaufgaben. Jetzt ist ja in Neuseeland dieser beklagenswerte Forscher, hat 15 Jahre seines Lebens hinter einem Flachbildschirm gesessen und 50.000 Studien in 800 Meta-Analysen analysiert zur Frage, was wirkt in Schule? Hausaufgaben wirken ganz wenig. Sie haben vor allem den Effekt, das Arbeitsbündnis zwischen Eltern und Schule zu zerstören, weil sie wissen alle, wie furchtbar, wie furchtbar das ist. Die Kinder, die wirklich richtig gut sind, die brauchen keine Hausaufgaben. Die, die am unteren Ende sind, sind oft allein, sind überfordert und die Hausaufgaben werden selten so gegeben, dass sie genau an dem Punkt ansetzen, wo die Förderung sein müsste. Die Schüler helfen sich inzwischen selbst. 53% nutzen heute Erklärvideos und demnächst werden sie auch ChatGPT für die Formulierung ihrer Aufsätze nutzen. Wir wissen, dass die Schule als Lernort überschätzt wird. Lernen findet überall statt. Sie können gar nicht verhindern, dass wir lernen. Aber Schule nutzt außerschulische Lernorte zu wenig. Jetzt würde man ja denken, dass wenn Schüler in einer Einrichtung, also die Hirnforschung sagt uns, Lernen ist ein mit Lust besetztes Grundbedürfnis des Menschen. Wir sind geborene Lerner. Man kann gar nicht verhindern, dass wir lernen. Jetzt sollte man doch denken, wenn Kinder und Jugendliche in eine Einrichtung kommen, die für die Befriedigung ihrer Lust konzipiert wurde, in eine Lustanstalt, also ich meine in ihre Einrichtung, dann würden die sagen, oh geil, da macht's richtig Spaß in der Schule, da sind die Profis. Jetzt sagen aber 2/3 der Schüler, Lernen außerhalb der Schule fällt ihnen leicht und 2/3 lernen gar nicht so gerne für die Schule. Vielleicht ist es an so einer Einrichtung bei Ihnen ein bisschen anders, weil Sie ja eine besondere Einrichtung sind, aber jedenfalls im Durchschnitt ist es so, 51% denken an Druck, Frust. Die negativen Assoziationen nehmen mit der Dauer des Schulbesuchs zu, ist die berühmte Jenkins-Kurve. Deswegen haben zum Beispiel Berufsschullehrer die schlechteste Karte, weil die am Ende der Fahnenstange sitzen. Nur 23% der Schüler sagen, sie erfahren Spaß. Jetzt könnte man natürlich sagen, Herr Buro, jetzt reicht's. Ja? In der Schule geht es doch nicht um Spaß. Da muss man sich zusammenreißen und über dem humanistischen Gymnasium, das ich in Baden-Württemberg besuchen durfte, stand auch der Spruch per aspera ad astra, durch raues zu den Gestirnen. Es war ziemlich rau, aber jetzt hat mir dummerweise jemand ein Buch von Herr Linde Köbel geschenkt. Herr Linde Köbel ist diese Fotografin, die auch Frau Merkel fotografisch begleitet hat und die hat in diesem Buch 60 Nobelpreisträgerinnen, Wissenschaftlerinnen befragt zu ihrem Erfolgsgeheimnis. Und was sagt uns Benjamin List, das ist Nobelpreis für Chemie im letzten Jahr, der sagt, natürlich arbeiten wir hart, aber ich ermutige meine Leute immer, ihrem Enthusiasmus zu folgen. Macht im Leben das, was ihr mit Leidenschaft macht und das kann man eigentlich jedem Menschen als Rat mitgeben. Die Frage, wenn Sie an die Zukunft der Deo denken, ist also, wie können wir Umgebungen schaffen, in denen Schülerinnen ihre Leidenschaft erkennen, in denen sie wirklich Lernfreude haben. Und das ist deswegen wichtig, weil wir in eine Gesellschaft gehen, wo wir permanent lernen müssen. Und das wird nur funktionieren, wenn wir lernen können. Hier der Alex Bird, der hat eine Reise unternommen durch die Schulsysteme der Welt, von Shanghai bis auch Dänemark und so weiter. Und was ist seine Quintessenz? Ausgerechnet in Systemen, wo es um Freude geht, um Entspannung, da haben Sie bessere Ergebnisse, jedenfalls wenn Sie es ganzheitlich betrachten, als in Systemen, wo mit irrem Druck gearbeitet wird.
Und das bedeutet, dass wir neue Lernumgebungen brauchen. Hier sehen Sie den Klassenraum der Zukunft. Wunderbar, oder? Alles gleichgeschaltet. Sie brauchen, die Lehrkräfte haben gar nichts mehr zu tun, weil da vorne das Gerät erledigt das alles. Das ist natürlich nicht der Klassenraum der Zukunft. Das wäre Mittelalter. Also im Mittelalter in der Kirche oder auch im Koran wird von der Kanzel gepredigt und die anderen nehmen das passiv auf. Das ist nicht die Idee. Und der von mir bereits zitierte Hattie hat mal untersucht, was ist denn der wichtigste Faktor beim Lernen. Der Balken zeigt, da ist der Durchschnitt, also da passiert nicht viel. Klassengröße, das hören Lehrkräfte überhaupt nicht gerne. Die Klassengröße hat keinen Einfluss auf den Lernerfolg. Vielleicht auf die Lehrerbelastung, das unterschlägt der Hattie, aber auf den Lernerfolg nicht. Ob hier nun 2000 Leute sind oder nicht, ist völlig egal bei meinem Vortrag. Die Laptop-Einzelnutzung, jetzt muss man natürlich sagen, wir fangen gerade erst damit an. Das Zeug ist noch nicht entwickelt, die Lehrkräfte haben noch nicht die entsprechenden Kompetenzen, aber im Moment scheint es nicht viel zu bringen. Was ist entscheidend? Die Lehrer-Schüler-Beziehung, hätten Sie nicht gedacht. Gute Beziehungen zwischen Lehrkräften und Schülern sind ein ganz wesentlicher Faktor. Und noch wichtiger ist, dass die Kollegen gemeinsam eine Vorstellung haben, wo sie in 10 Jahren sein wollen. Also gemeinsame Visionen. Wofür machen wir das Ganze? Wo wollen wir uns hinentwickeln? Und das hat die Jane McGonigal, die ich vorhin zitiert habe, ja bestätigt. Jetzt habe ich mich auf die Suche gegeben nach Schulen, die daraus Konsequenzen gezogen haben. Und ich bin auf die Alemannenschule Wutöschingen gestoßen. Das ist ein ganz interessantes Beispiel. Das ist eine ehemalige Hauptschule. Die sollte 2005 wegen erwiesener Unfähigkeit geschlossen werden. Und der Schulleiter sagte, Leute, wir machen irgendwas falsch. Und hat gesagt, Kollegen, wir müssen was ändern. Und was haben die Kollegen gesagt? Hier kannst du nichts ändern. Wir sind eine Hauptschule. Wir haben die falschen Schüler. Wir haben kein Geld. Das kannst du alles vergessen. Der Schulleiter hat gesagt, wer fängt an? 4 Kolleginnen haben sich entschieden, in der 5. Klasse neue Wege zu gehen. Sie haben ein Leitbild entwickelt, ein ganz bescheidenes Leitbild. Wir gehen respektvoll mit Mensch, Tier und Material um. Wir machen alles dafür, dass jeder von uns selbstständig lernen kann, selbstorganisiertes Lernen, schon 2005. Jeder von uns hilft mit, die Umgebung so zu gestalten, dass wir uns wohlfühlen. Wir sind mit dem Herzen dabei und dann gibt es diese Werte Anstand, Selbstverantwortung, Willen. Die haben 14 Jahre gearbeitet, 2019 haben sie den Deutschen Schulpreis gewonnen und gelten als eine der innovativsten Schulen Deutschlands. Die haben inzwischen auch eine gymnasiale Oberstufe und so weiter. Wie hat das angefangen? Der ist in den Baumarkt gefahren in den Ferien und hat solche Kisten geholt. Hä? Kisten? Was soll das? Die Idee war, jeder Schüler hat seinen eigenen Arbeitsplatz. Dann wurde der Klassenraum umgeräumt und das Ding heißt jetzt Lernatelier. Da gehen die Schüler morgens hin an ihren Arbeitsplatz und fangen an, selbstständig zu arbeiten. Der entscheidende Faktor war, dass sie sich verabschiedet haben von diesem Modell. 70% Instruktion, ein bisschen Lernen allein, ein bisschen in der Gruppe, hin zu einem Drittelmix. 30% gezielte Instruktion, 30% Lernen allein mit Unterstützung digitaler Medien, 30% projektorientiertes, neigungsorientiertes Teamlernen. Und wenn man sowas macht, dann braucht man andere Lernumgebungen. Die haben das, wie gesagt, in dem normalen Gebäude gemacht, haben das 10 Jahre gemacht. Aber nach 10 Jahren war die Gemeinde so begeistert und hat ihnen einen Neubau spendiert. Und in diesem Neubau gibt es jetzt 3 Elemente. Das eine ist hier oben, das ist der Inputraum. Da stehen die Schüler an so einem Tisch und kriegen kurze Instruktionen. Das zweite ist der Marktplatz. Das ist eine große Fläche, wo die Schüler in Teams arbeiten. Und hier an diesem Tresen vorne
wird jeder Schüler 15 Minuten in der Woche persönlich gecoacht. Und das Coaching-Ergebnis können die Eltern und die Schüler auf der Plattform einsehen. Da gibt es grünen, gelben und roten Bereich. Und da sieht jeder Schüler sofort, wo ist er im grünen Bereich, wo ist er im gelben, wo ist schwierig. Und das Interessanteste ist das Dritte, das ist das Lernatelier. Das ist ein Großraum, in dem 250 Schüler an ihren Arbeitsplätzen sitzen. Ich war 2 Tage an dieser Schule, ich hätte es nicht geglaubt. Kein Gymnasium. Mucksmäuschenstill, konzentriertes Arbeiten. Ein Schüler ranzt mich an und sagt, reden Sie nicht so laut, hier herrscht Flüsterkultur. Schluck. Und ziehen Sie bitte die Schuhe aus, wir gehen hier in Hausschuhen. Okay? Und warum funktioniert das? Die haben den gesamten Lernstoff auf Kompetenzraster übertragen mit 3 Stufen. Jeder Schüler entscheidet, will er Mindeststandard machen, Regelstandard oder Expertenstandard. Die haben die Schulbücher abgeschafft. An dieser Schule ist der gesamte Lernstoff über diese Kompetenzrastermaterialien digital verfügbar. Wenn ein Schüler einen bestimmten Status hat, es gibt keine Klassenarbeiten bis zur 10. Klasse, dann geht er zu einer Lehrkraft und sagt, ich brauche jetzt einen Test. Und wenn er den Test nicht besteht, kriegt er ein Coaching und kann den bei Gelegenheit wiederholen oder nachholen. Wie haben die das geschafft? Die haben sich mit 37 Schulen, inzwischen sind es 50 in Baden-Württemberg, zusammengeschlossen und haben ein sogenanntes Materialnetzwerk gegründet. Und das muss man heute nicht mehr selber machen. Man kann sich da einwählen und kann die ganzen Materialien benutzen. Sie haben einen Editor gemacht. Das ist ein digitales Instrument, mit dem man ganz schnell digitale Medien, Erklärvideos einstellen kann. Und das Dritte, das finde ich das Interessante, das ist das Frequently Asked Question System. Also wenn ein Schüler nicht weiter weiß, soll er nicht zu einer Lehrkraft gehen, er soll im Netz recherchieren. Wenn er eine Lösung findet, soll er einen kleinen Erklärclip machen oder einen Text in das System einspeisen. Wenn er gar nicht weiterkommt, dann setzt er sich mit der Lehrkraft zusammen und dann entwickeln die ein Erklärvideo. Und auf diese Art und Weise haben die einen immer größer wachsenden Fundus von selbsterklärenden Materialien und die Lehrkräfte haben immer weniger auf diesem Bereich zu tun. Das ist Valentin Helbing, das ist einer der Lehrer dieser Schule, der die Lernplattform mitentwickelt hat, DILA, digitales Lernen, auch die kann man sofort nutzen, kann man sich einwählen. Die haben ein App-Curriculum. Jeder Schüler hat ein iPad, Bring Your Own Device. Die zahlen 12 Euro im Monat für 3 Jahre. Das gehört ihnen, da ist die Versicherung drin und die ganze Geschichte. Und wer das nicht bezahlen kann, da tritt die Lehrmittelfreiheit ein. Ja, mit diesem Bild ist die Schule berühmt geworden. Warum sieht das so komisch aus? Die wollten hier eine Decke einziehen, das hätte aber, ich glaube, über 1 Million gekostet. Da haben sie sich für diese kreative Sache entschieden. Überall sind hier Arbeitsplätze, überall sitzen Schüler. Und wenn sie in diese Schule kommen, haben sie das Gefühl, sie sind in gar keiner Schule mehr. Die Schüler gehen morgens hin, gehen an ihren Arbeitsplatz, holen sich die Arbeitsbögen oder arbeiten am Marktplatz, in Teams. Also die ist nicht mehr dieses Bild, Klasse, da predigt einer und die müssen zuhören. Das Ganze ist auch farblich, Feng Shui-mäßig. Die Schüler arbeiten im Sitzen, Liegen, Stehen. Teilweise ist das ist nicht teuer, die Schule ist günstiger als eine Normalschule. Es ist teilweise nur mit Vorhängen abgetrennt, funktioniert aber. Jetzt würden manche sagen, das ist ein bisschen viel digital. Ist es nicht. Die nennen das Schmetterlingspädagogik. Der linke Flügel ist das selbstorganisierte Lernen, das durch Kompetenzraster, Gelingensnachweise, Apps und so weiter unterstützt wird, Erklärfilme. Und das dient dazu, dass die Schüler personalisiert arbeiten, die Lehrkräfte von Routinetätigkeiten entlastet werden.
und dann viel Zeit haben für den rechten Flügel, Lernen durch Erleben. Dort finden eben verschiedene Angebote statt. Zum Beispiel, die nennen das nicht Arbeitsgruppe. Wer geht schon gern in eine Arbeitsgruppe? Das Ding heißt Club. Es gibt einen Mathe-Club, es gibt einen Musical-Club, es gibt einen Demokratie-Club, der findet im Sitzungssaal des Bürgermeisteramtes statt und so weiter. Also am Nachmittag neigungsorientierte Angebote. Übrigens haben wir jetzt ja in Deutschland demnächst den Rechtsanspruch auf Ganztag. Und es gibt die berühmte Steg-Studie. Was hat die festgestellt? Ganztag bringt nichts. Ganztag bringt nur etwas, wenn am Nachmittag genau das Gleiche wie am Vormittag stattfindet. Dann demotiviert das. Am Nachmittag müssen kreative, neigungsorientierte Angebote mit außerschulischen Partnern, also spannende Sachen stattfinden, die dann weiterbringen. Jetzt würden viele sagen, ja, mit unseren Schulern geht das gar nicht. Warum geht denn das? Die haben ein ganz rigides System. Wenn ein Schüler neu ist, ist er ein Starter. Der hat wenig Rechte. Wenn er bestimmtes Verhalten zeigt, dann wird er ein Durchstarter. Und die höchste Stufe ist Lernprofi. Und wenn es nicht klappt, dann wird er ein Neustarter und kann nochmal diesen Zyklus durchlaufen. Und hier sehen wir einen Lernprofi. Sie ist 9. Klasse. Sie hat keine Anwesenheitspflicht mehr. Sie ist ja ein Lernprofi. Das heißt, die ist mittwochs auf dem Reiterhof. Und warum kann sie das? Weil sie ihre Aufgaben ganz bequem hier mit dem iPad auch weiter bearbeiten kann in einer anderen Umgebung. Jetzt habe ich neulich mit der Stadtteilschule Hamburg-Altona eine Zukunftswerkstatt gemacht. Da sagt ein Kollege, das ist ja freilaufende Schülerhaltung. In der Tat, das ist freilaufende Schülerhaltung. Die sitzen da nicht und warten, so wie wir das heute Morgen bei der 1910-Schule gesehen haben, wie es immer noch in vielen Schulen ist, 100 Jahre später, sondern die haben einen natürlichen, selbstgesteuerten Arbeitsrhythmus, so wie wir ihn auch haben. Ich setze mich ja nicht morgens hin und warte, dass mir jemand sagt, was ich zu tun habe, sondern ich setze mich an meinen Arbeitsplatz und beginne damit zu arbeiten. So, das jetzt will ich nicht sagen, dass das die Schule der Zukunft ist. Das ist ein Beispiel, wie ein kreatives Kollegium unter dramatischem Druck, die sollten geschlossen werden, auf neue Ideen kam in 14 Jahren. Also die haben nicht die ganze Schule umgebaut, sondern 4 Kollegen haben mit dem 5. Jahrgang 2 Jahre begonnen und ausprobiert, was funktioniert. Und dann ist das schrittweise weiterentwickelt worden. Das muss man nochmal klar machen. Ja, und was allerdings klar ist, wir haben den Abschied vom Klassenraum. Wegen der Differenzierung brauchen wir mehr individuelle Möglichkeiten. In Traditionsgebäuden kann man die Gänge nutzen. Jetzt kommt Brandschutz, aber da gibt es auch Möglichkeiten, finden Sie bei der Montagsstiftung. In München, Berlin werden keine Flurschulen in Deutschland mehr gebaut. Das Thema Flurschulen ist out. Da werden solche Clusterschulen gebaut. Da haben Sie immer 1, 2, 3, 4 Klassenräume, eine Gemeinschaftsfläche und die Sanitärsachen dazwischen und Differenzierung. Die innovativsten Schulen gehen völlig weg. Die entwickeln solche offenen Lernlandschaften. Und wenn Sie sich dafür interessieren, dann kriegen Sie Anregungen bei Rosan Bosch. Rosan Bosch ist eine niederländische Architektin, die sich gewundert hat, dass ihre Grundschülerinnen nach 4 Jahren Schulbesuch demotiviert waren, begeistert gestartet und dann etwas demotiviert. Und die hat sich dann überlegt, woran liegt denn das? Und die sagt, Schule kümmert sich zu viel um Unterricht. Das sagt übrigens Stefan Rupana, der Leiter von Wutösching auch. Es geht nicht um Unterricht in Schule, es geht um Lernen. Lernen, wie können wir Umgebungen schaffen, dass wir sozusagen gute Lernumgebung haben. Dafür brauchen wir ein neues Verhältnis von pädagogischem Konzept, Organisationsstruktur und dann Design, also ansprechende Gestaltung. Die Rosan Bosch hat das mal gezeigt, wie sich hier der Klassenraum entwickelt hat. Das war so das Traditionsmodell. Dann hat man versucht mit Hufeisen, dann kamen die Gruppentische und die Tendenz geht jetzt in so eine
Öffnung. Und wenn Sie da Anregungen brauchen, dann müssen Sie auf die Lernlandschaft gehen. Karin Doberer, eine kreative Pädagogin, die eigentlich einen Schulversand hatte, Schulmöbelversand. Und vor 20 Jahren war das so, wenn Schulen neue Möbel wollten, dann mussten die in diese Schulausstellung und dann mussten sie gucken, dass sie das Billigste nehmen. Und das hat sie geärgert und die hat dann den Klassenraum der Zukunft in Ansbach auf die grüne Wiese gestellt und da fahren heute Kollegien hin und machen gemeinsam ein Lernfunktionsbuch. Also die überlegen sich, was ist unser Lernkonzept und wie müsste die Umgebung gestaltet sein, damit die funktioniert. Und da entstehen dann solche Geschichten, die für verschiedenste Sachen, Stillarbeit, Gruppenarbeit, Projektarbeit, Frontalunterricht, Informationsmöglichkeiten, Präsentation, Partnerarbeit, praktisches Lernen, also die der Vielfalt der Anforderungen gerecht wird. Und wenn Sie, es geht ja um Zukunft hier, wenn Sie es noch radikaler haben wollen, dann würde ich Ihnen mal diese Studie zeigen. Hier hat die Rosan Bosch eine Schule beraten und umgebaut. So sah der Start aus. Und die Kollegen haben jetzt gedacht, sie sind modern, denn da ist ja ein Smartboard. Die sind natürlich im Mittelalter, wenn Sie sehen, wie die Stühle ausgerichtet sind und so weiter. Und jetzt werden Sie gleich sehen, wie das nach dem Umbau aussah. Schauen Sie auf die Fenster. Es ist die gleiche Schule. Es sind die gleichen Fenster. So sieht das heute aus. Und das ist eben in Richtung mehr selbstgesteuertes, projektorientiertes Lernen, solche Öffnungen. Aber was ich jetzt noch mal sagen will, man muss nicht dieses Mobiliar haben. Die Alemannenschule hat mit einer normalen Hauptschule in normalen Räumen angefangen. Das sind Entwicklungsprozesse. So, und jetzt werde ich oft gefragt, so neu ist das ja nicht, Reformpädagogik und so weiter. Warum setzt sich sowas so wenig um? Und da hat der Robert Jung schon in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts gesagt, wir haben das Problem, dass wir im Meer desselben Denken sind. Sie haben eine einspurige Straße, die ist jeden Nachmittag dicht. Also bauen wir eine zweispurige. Dummerweise ziehen Straßenverkehr an. Dann bauen Sie eine vierspurige. In meinem letzten Urlaub in Los Angeles war ich in 20 Spuren im Stau. Das ist nicht zukunftsfähig. Und der Robert Jung hat schon damals gesagt, wir müssen raus aus dieser Denklogik. Was war in der Vergangenheit? Wie in die Gegenwart, in die Zukunft? Also mehr desselben. Sondern wir müssten hier einen Schnitt machen und müssten mal in einen Möglichkeitsraum gehen, uns überlegen, wie würden wir Lernen gestalten, wenn alles möglich wäre? Und der Witz ist, es ist alles möglich. Es gab nie eine Zeit, in der wir so viele Ressourcen, Möglichkeiten hätten. Und dann merken wir plötzlich, wir könnten das hier ganz anders. Wo wollen wir 2033 sein? Wo 2025? Welchen kleinen Schritt machen wir Montag nächste Woche? Also die Veränderung der Schule aus der Zukunft und nicht aus der Gegenwart in die Zukunft, raus aus der mehr desselben Falle. Und die Rosan Bosch geht sogar noch weiter. Sie sagt, wir müssen die Begriffe ändern, also Unterricht. Wer wird gerne unterrichtet? Sie bringt so Begriffe wie Höhle, Lagerfeuer, Wasserstelle, Berg, Hands-on und so weiter. Und an der Alemannenschule heißen die Schüler nicht Schüler, sondern sie sind Lernpartner. Und die Lehrkräfte heißen nicht Lehrer, sie sind Lernbegleiter. Also die Begriffe sind auch ganz wichtig. Und wir werden ja Dienstag, Mittwoch so eine Art Zukunftswerkstatt machen, die auf der Idee beruht, dass man in der ersten Phase mal vor allen Dingen guckt, was gelingt. Denn Sie alle machen ja eine tolle Pädagogik, sind ja eine tolle Schule, haben wir heute schon gehört. Aber die Frage ist, wovon wollen wir mehr? Es könnte noch viel besser werden. Und dann brauchen wir ein Zukunftsbild, wie, wenn Sie jetzt sehen, was, wenn Sie sehen, da, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Schulschließung und so weiter, da sehen Sie ja, Ihre Schule ist in einer Bewegung. Mal ist die gut, mal ist die schlechter, mal hat die eine Innovation.
Und jetzt ist die Frage, wir sind hier 2023 und hier ist 2033. Und was da passiert, das entscheiden Sie. Ja, ob es stagniert, ob es ganz anders wird. Und dazu brauchen Sie entsprechende Ideen. Wir arbeiten normalerweise auch mit kreativen Verfahren, weil das Problem ist, wenn wir nur mit Sprache arbeiten, dann sind wir in den Denkgefängnissen. Wir müssen da raus, um auf neue Ideen zu kommen. Und hier haben wir mit einer Berufsschule in Luxemburg gearbeitet, die neu gebaut wird. Die wollen traditionsverbunden sein. Sie wollen mit modernen Medien arbeiten. Sie wollen das Handwerk pflegen. Sie wollen mit der Industrie verbunden sein. Sie wollen ökologisch sein. Und sie wollen einen Learning Hub, also ein Innovations- und Begegnungszentrum in der Gemeinde. Dieses Bild hat jetzt jeder Kollege auf dem Tisch. Und außerdem wissen Sie, das sind Ihre Werte, kooperativ, engagiert, innovativ. Und jetzt beginnt ein 10-jähriger Entwicklungsprozess, wo immer gefragt wird, ist das, was wir machen, kooperativ? Ist das engagiert? Ist das innovativ? Ja. Gut, das war die vierte Option, Schule agil machen. Ich komme jetzt langsam zum Schluss. Das ganze Schulentwicklung wird nicht viel bringen, wenn die Lehrkräfte immer mehr belastet sind, wenn die Schüler immer mehr belastet sind, wenn Schule zu viel Stress macht. Und wir wissen ja aus Untersuchungen, dass schon bis zu 20% der Grundschüler unter Erschöpfungsdepressionen leiden und bis zu 28% der Lehrkräfte im Burnout sind. Wie kann das sein? Wir sind ja im Zeitalter der evidenzbasierten Pädagogik. Alles muss wissenschaftlich belegt sein. Mega evidenzbasiert ist die Glücksforschung, die ökonomische Glücksforschung. Und die stellt seit Jahren fest, glückliche Menschen sind gesünder, haben bessere Bedienung, lernen schneller und so weiter. Also, wenn wir dafür sorgen, dass Schule zu einer Wohlfühlumgebung wird, dann ist das nicht Kuschelpädagogik, sondern dann ist das eine existenzielle Voraussetzung, dass wir gut lernen. Und ich bin jetzt neulich eingeladen worden beim Coca-Cola Happiness Institut in Berlin. Es gibt ein Coca-Cola Happiness Institut. Coca-Cola versucht, seine Marke aufzupimpen quasi. Und da sind führende Glücksforscher, seriöse und unseriöse, also Herr von Hirschhausen zum Beispiel, aber auch Sonja Lowominski. Und die hat als Quintessenz ihrer Forschung: Menschen sind nicht glücklich, weil sie erfolgreich sind, sondern sie sind erfolgreich, weil sie glücklich sind. Das heißt, ganz zentral, wir haben ja vorhin gehört, dass Hattie gesagt hat, die Person des Lehrers ist entscheidend und die Beziehung. Und das kann man jetzt mit wissenschaftlichen Studien belegen. Hier die Barbara Fredriksen hat in der Macht der guten Gefühle gezeigt, wenn Schüler eine Rückmeldung von 3:1 positiven Rückmeldungen kriegen, dann kommen die in eine Aufwärtsspirale. Also du hast einen tollen Aufsatz geschrieben, du hast viele neue Gedanken, du hast mehr geschrieben als beim letzten Mal, aber verdammt nochmal, an der Rechtschreibung musst du ran. Dann ist er beflügelt. Wenn es aber heißt, schon dein Schriftbild ist unleserlich, mit 5 Seiten musst du bei mir nicht kommen und ich sehe, dass da kein origineller Gedanke war, aber wenn du dich anstrengst, dann macht er nichts mehr. Und das betrifft übrigens auch Ihre Beziehung. Wenn Sie in Ihrer Beziehung ein Verhältnis von 3:1 negativen Rückmeldungen haben, dann haben Sie eine 70%ige Wahrscheinlichkeit, im nächsten Jahr eine Trennung zu erleben, sagt der Paarforscher Gottman. Also 3:1 ist eine ganz wichtige Sache und da geht es um Feedback. Und Feedback sind nicht Zifferzensuren. Zifferzensuren sind zu unspezifisch. Feedback ist eine richtige Rückmeldung über das, wo ich mich weiterentwickeln muss oder wo ich gut bin, was meine Stärken sind. Und warum das so wichtig ist, zeigt hier auch wieder Hattie. Man mag es ja kaum glauben. Hattie hat herausgefunden, Fachkompetenz der Lehrkräfte hat keinen großen Effekt, komischerweise. Kann natürlich daran liegen, wir kennen ja alle die super fachkompetenten Leute. Ich denke zum Beispiel an meinen Musiklehrer, den Konzertpianisten Schulze Spohr. Der ging immer in die Klasse und sagte, jetzt muss ich wieder mit euch
Laien arbeiten, das ist ja Perlen vor die Säue. Also der war hochfachkompetent, aber didaktisch eine Niete. Also das entscheidend Klassenführung, Klarheit, aber ganz entscheidend die positive Einschätzung durch die passgenaue positives Feedback. Also hier haben wir ein Riesenproblem und das ist nicht getan mit Ziffernzensuren, sondern ganz im Gegenteil. Ja, jetzt komme ich zum Schluss. Hierzu muss ich nicht viel sagen. Wir erleben im Moment, die Demokratie ist unter Druck. Es gibt nur noch 22 echte Demokratien in der Welt, 56 Hybrid und der Rest sind Autokratien. Und die neuen Medien, sozialen Netze führen zur Begriffsverwirrung zu. Das heißt, ganz zentral wird sein, dass Schülerinnen Faktenchecker werden. Und wie kann man Schülerinnen zu Faktencheckern machen? Da müssen sie einfach mal auf Factfulness gehen von Hans Rosling. Das ist ein schwedischer Statistiker, der ist fantastisch. Der hat auf dieser Plattform gapminder.org, die ist kostenlos, da haben sie auch jede Menge Unterrichtslernmaterial. Wenn die Schüler mit diesem Ding arbeiten, dann können die ganz schnell lernen, was Fakt ist und was Fake News sind. Der letzte Punkt, wir alle wissen, unsere Zukunft ist bedroht, aber viele Schüler haben den Eindruck, dass Schule mit ihren Zukunftsfragen sich gar nicht beschäftigt. Und die Studien zeigen, 86% der 14- bis 24-Jährigen haben massive Zukunftsängste und nur 23% glauben, dass die Erwachsenen in der Lage sind, diese Probleme zu lösen. Und deswegen hat sich ja die Greta Thunberg vor den Reichstag gesetzt, um darauf aufmerksam zu machen, dass wir viel mehr mit diesen Zukunftsfragen uns beschäftigen wollen. Ich habe vorgeschlagen, sowas wie ein Schulfach Zukunft. Besser wäre es natürlich, wenn Zukunft ein durchgehendes Prinzip wäre. Die Frau Rassfeld von der Schule im Aufbruch, die hat ja mit ihren Schülern ein Projekt Herausforderung gegründet. Die Schüler der 8., 9., 10. Klasse kriegen 150 Euro, müssen die Schule verlassen mit einem Studenten und machen ein gesellschaftlich folgenreiches Projekt in 3 Wochen. Und dann kommen die wieder in die Schule und darüber wird gearbeitet. Die Schule hat einen besseren Abi-Durchschnitt als der Durchschnitt. Also das zu dem Argument immer, da wird ja nicht genug Stoff gelernt. Und die Global Goals der UN, da gibt es ja 17 Global Goals, ich habe das in meinem Buch beschrieben, was man da machen kann, ganz konkrete Unterrichtsprojekte. Ja, jetzt komme ich so langsam zum Schluss. In Vorbereitung dieser Reise bin ich auf dieses Buch gestoßen, Papyrus. Kann ich Ihnen sehr empfehlen. Und da wird die Geschichte Ägyptens und der Antike detailreich dargestellt. Und was das Erschütterndste ist, ich stoße da auf Quintilian, 68 nach Christus, Ägypter. Der Zweck der Pädagogik bestehe darin, die Schüler die Antworten selbst finden zu lassen und den Lehrer entbehrlich zu machen. Also Sie sehen, in der Pädagogik haben wir weniger ein Erkenntnisdefizit als ein Umsetzungsdefizit. Und wenn wir uns mit der Vergangenheit beschäftigen, dann bekommen wir viele Hinweise auch, was wir in Zukunft tun sollten. Und dafür brauchen wir eben ein konkretes Bild. Wie soll DEO 2033 aussehen? Überlegen Sie mal, was im Moment auf der Welt passiert an Innovationen und so weiter. Sie könnten die Speerspitze sein. Wie soll das aussehen? Und dazu brauchen wir eine entsprechende Darstellung. Und jetzt bin ich bei der vorletzten Folie. Wenn ich so einen Vortrag halte, dann sagen die Leute immer, es ist ja ziemlich kompliziert und komplex. Ich würde sagen, man kann das Ganze auf 3 Haltungen reduzieren. Das erste ist, sei leidenschaftlich. Sorgen Sie dafür, dass Sie Ihre Leidenschaft entdecken und die Ihrer Schüler und die fördern. Das zweite ist, sei visionär. Glaube daran, dass du Zukunft gestalten kannst. Und das dritte ist das, was der Stefan Rupana von der Allmannenschule gemacht hat. Mach's einfach.
Die haben nicht lange nachgedacht. Die sind in den Baumarkt gefahren, haben ein paar Kisten geholt, haben ausprobiert, was funktioniert. Und das kann man jetzt noch mit drei Theorien belegen. Der israelische Soziologe Antonovsky hat untersucht, was hält Leute unter Stressbedingungen gesund. Sie können unter Stressbedingungen gesünder sein, wenn die Dinge verstehbar, persönlich bedeutsam und handhabbar sind. Wäre der Physikunterricht meiner älteren Tochter verstehbar gewesen, hätte sie gewusst, wozu sie die Formeln lernen soll und hätte sie sie anwenden können, würde sie heute Physik studieren. Der Unterricht war weder verstehbar noch bedeutsam noch handhabbar. Sie studiert Psychologie. Das zweite, auch ein kleiner Schwank, meine 6-jährige Tochter musste Klavier lernen. Professorenkinder müssen Klavier lernen. Ich kann es nicht. Also haben wir einen super Musiklehrer organisiert. Ich sage Ihnen, 2 Jahre Stress, leichte Überzeugungsarbeit, trickreiche Überzeugungsarbeit, leichte Gewaltanwendung, stärkere. Sie hat nichts gelernt. Eines Tages sagt sie, Papa, kauf mir ein Einrad. Nein, wir haben doch so viel Spielzeug, das liegt doch nur in der Ecke. Ich kaufe es, es liegt in der Ecke. Aber nach einem halben Jahr holt sie sich 2 Bierbänke, fällt 1000-mal um und bringt sich das Einradfahren selbst bei und ist vor 5 Jahren beim Kasseler Zirkus Rambazzotti vor 1000 Leuten aufgetreten. Warum hat dieses Kind bei einem Superlehrer nichts gelernt und Radfahren selbst beigebracht? Es gibt nur eine Erklärung, sie muss als Professorenkind mit 6 Jahren in meine wissenschaftliche Bibliothek gegangen sein, dort zielsicher die Selbstbestimmungstheorie von Deasy und Ryan gefunden haben und anders als meine Studenten auch durchgearbeitet. Denn Deasy und Ryan sagen, das, was sie selbstbestimmt wollen, da sind sie nicht zu bremsen. Maria Montessori, hilf mir, das selbst zu tun. Benjamin List, folge deiner Leidenschaft. Und übrigens auch Ukraine-Krieg. Selbst unter Todesdrohung bestehen die Leute auf ihrer Selbstbestimmung. Sorgen Sie also dafür, dass für Ihre Schüler der Raum für Selbstbestimmung altersgemäß und aufgabenbezogen erweitert wird. Dann haben Sie gute Ergebnisse. Und das Dritte ist, wenn Sie Ihre Schule entwickeln wollen, fragen Sie nicht, was läuft hier schlecht, sondern fragen Sie nicht, was läuft hier schief, sondern machen Sie einen Austausch über Gelingenssituationen. Entwickeln Sie ein Zukunftsbild, einen Traum, wo Sie hinwollen und einen Umsetzungsplan, aber nicht aus der Vergangenheit in die Zukunft, sondern aus der Zukunft in die Gegenwart. Und jetzt bin ich wirklich am Ende. Alles das, was ich gesagt habe, könnte man mit John Dewey 1930 auch in anderen Worten ausdrücken. Der hat nämlich gesagt, herauszufinden, wofür man sich eignet und eine Gelegenheit zu finden, dies zu tun, ist der Schlüssel zum Glücklichsein. Und ich glaube, die Aufgabe von Pädagogen ist es heute nicht, Schüler auf ein Normmaß zu bringen, sondern Umgebungen zu schaffen, dass jeder seine individuelle Leidenschaft entdeckt und darin gefördert wird. Ich danke fürs Interesse. Ja, vielen Dank, Professor Borow. Das war eine Unmenge an Informationen und an Gedanken, an Ideen, die ich jetzt aufrufe, mitzunehmen, setzen zu lassen, zu ordnen, sich darüber zu unterhalten, sodass wir am Ende wissen, was können wir für uns hier in den nächsten 10 Jahren umsetzen. Insofern, die Türen werden geöffnet. Die Zimmer sind eingerichtet, sind fertig für den Diskurs. Ich wünsche viel Erfolg.